Wunderschönen guten Abend. Wir haben 19 Uhr auf den Schlag. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Dirk Wojcewski, zusammen mit Malte Kaub heute, der am anderen Ende der Leitung auch noch ist. Hallo Malte erstmal. Ja, schöne Grüße aus London an dich, Dirk, nach Wiesbaden und auch an alle Teilnehmer. Ist ja viel passiert, kann viel passieren in einer Woche. Letzte Woche hatten wir noch eine andere Premierministerin, eine neue Regierung hier. Und das hat sich auch in den Kursen ausgedrückt. Also weiterhin viel Bewegung am Markt. Aber ich freue mich auf das Webinar heute. Ja, also die einzige Stetigkeit ist Larry the Cat, Larry die Katze von Downing Street Nummer 10. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, wir haben das heutige Thema Rohstoffhandel von Agrarwerten über Öl, Gas, Gold und Co. Einfach in der Vorstellung, was man sich von diesem Markt, von dieser Assetklasse auch vorstellen kann, wie das funktioniert größtenteils. Die Rohstoffmärkte bieten eine wirklich Breite von Handelsmöglichkeiten, also eine Fülle von Handelsmöglichkeiten an. Man muss aber auch klar dazu sagen, dass jeder Rohstoffkontrakt eine Besonderheit immer hat und natürlich unheimlich viele Fundamentaldaten zu den jeweiligen einzelnen Bereichen zu finden sind. Und jeder Wert tickt halt eben auch ein Stück weit anders. Wir werden Sie heute hier in dem Bereich des Webinars in ein paar Kontrakte ein bisschen näher da einführen in die Thematik. Zunächst einmal die Herrschaften, die mit Ihnen hier sprechen, beziehungsweise vor Ihnen sprechen. Erst einmal hier der Malte. Vielleicht kannst du dich kurz nochmal präsentieren, Malte. Kann ich gern machen. Bin schon seit fast, also mittlerweile sind es fast 20 Jahre, wie die Zeit vergeht, ja. Hier in London, viel im institutionellen Bereich unterwegs und sehe schon seit der Zusammenarbeit mit den Brokern immer so als meine Aufgabe an. Also hier halt auch das Wissen, das hier so im institutionellen Bereich quasi ausgetauscht wird, das auch für sie zugänglich zu machen und natürlich mit dem eigenen Wissen, was man über das eigene Trading oder natürlich in der Trading-Community, was man hier so angehäuft hat. Und ich meine, darüber haben wir uns ja auch getroffen. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Also insofern vertrete ich hier mehr so die internationale und die englische Perspektive. Ja, dann kommen wir zu dem Herrn, der zu Ihnen spricht. Vielleicht haben Sie mich auf den einen oder anderen Börsentag auch schon mal gesehen. Malte vielleicht auch. Dirk Wojcewski, mein Name. Ich bin nicht nur Trader, sondern auch im Bereich Immobilie und auch im Bereich Finanzmarktexpertise und so weiter tätig. Mache viele Research-Produkte für den einen oder anderen, ja, quasi Broker, aber auch natürlich für die einen oder anderen institutionellen. Via Twitter findet man Informationen über mich. Ich habe es unten auch noch reingeschrieben in die herzliche Einladung, mir beispielsweise bei YouTube oder auch Twitter zu folgen. Wer möchte, auch TikTok und so weiter. Es gibt ja unheimlich viele Varianten heutzutage. Da also gerne herzliche Einladung nochmal. Ja, weitere Informationen finden Sie auf der Website. Wir gehen zur Risikowarnung. Gehe auch direkt auf die Risikowarnung von Via Self Invest. Wichtig halt vor allen Dingen auch zu sagen, dass Via Self Invest eben nicht gerade gestern Tür und Tore geöffnet hat, sondern ziemlich lang schon am Markt unterwegs ist. Um genau zu sein, seit 1998. Und auch von einer sehr, sehr anzunehmenden Regulierung, nämlich nicht einfach nur irgendwo auf irgendeiner Insel, ich spreche jetzt nicht von Großbritannien, sondern halt von anderen europäischen Inseln, beheimatet ist, also dementsprechend hier Luxemburg als Aufsicht, die Kommission de Surveillance du Secteur Financier, also auch vergleichbar mit der Strenge der BaFin und auch anderen Aufsichtsbehörden. Ich werde mit den ersten Folien einfach mal in den Bereich Rohstoff einsteigen, damit Sie einfach mal vielleicht einen Überblick bekommen, was es alles draußen am Markt vor allen Dingen alles gibt. Wir untergliedern hier das meistens in den Bereich Industriemetalle, Edelmetalle, Energie, Agrarrohstoffe, um das mal als die Hauptgruppen zu nennen. Und man sieht jetzt beispielsweise auch die rot gefärbten, die ich hier auf der Folie markiert habe, als die relativ auch liquiden und bekannten, die sich auch für Daytrading beziehungsweise auch Swing Trading hervorragend eignen. Natürlich heben wir die auch hier als extra nochmal hervor, weil wir da vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen können. Hauptsächlich was zum Beispiel das Thema Gold oder auch WTI angeht. Vielleicht auch noch ein bisschen auch auf das Erdgasthema nochmal zu sprechen kommen. Und wenn man die Agrarstoffe sieht, sieht man beispielsweise neben diesen ganzen eher illiquiden wie Baumwolle oder beispielsweise Bauholz, findet man das liquideste, das ist Mais in dem Fall. Und man findet zum Beispiel auch Sojabohnen, Weizenzucker und wer es wirklich noch exotischer haben will, genauso auch diese ganzen Sachen wie Lebendrind, Schweinebauchhälften und sonst was, was man alles von früher auch aus Stories eben kannte. Das gibt es bis heute natürlich logischerweise immer noch. Ja, Rohstoffhandel. Wir hatten neulich ja von der
von der FX, von der Foreign Exchange, quasi vom Devisenmarkt hier gesprochen, dass es also eine dezentrale Geschichte ist. Das ist beim Rohstoffhandel wie bei Wertpapieren etwas anders. Wir haben hier Warenterminbörsen. Beispielsweise bei Malte in London findet sich die London Metal Exchange und beispielsweise in New York die COMEX, in New York nochmals die NYMEX und auch in Chicago die CME und CBOT. Mittlerweile ist alles in einer Gruppe aufgegangen. Es gehört mittlerweile alles zur Chicago Mercantile Exchange Group, zur CME Group. Da ist jetzt mittlerweile die COMEX und NYMEX und CBOT integriert. Und es gibt noch viele Regionalbörsen hier in dem Fall. Auch andere Dinge sind noch beispielsweise zur ICE, zur Intercontinental Exchange mitgewandert. Wenn wir die Intercontinental Exchange uns anschauen, da gibt es auch noch eine Europa-Variante der ICE. Und dort wird zum Beispiel auch unser europäischer Erdgaskontrakt, der Dutch TTF Gas Futures, gehandelt. Vielleicht noch ein kurzer Kommentar, weil du gerade so diese schöne Liste hast. Ich meine, man kennt es vielleicht noch früher aus den Trading-Filmen oder Büchern. Ja, es gibt ja die sogenannte Pit, wo dann diese Trader dann mit irgendwelchen Sakkos und dann den kürzeren Letter, das für den Trader steht, dann dastehen. Das gibt es so nicht mehr. Das ist mittlerweile alles elektronisch. Ich glaube, die einzige Ausnahme, wo sie tatsächlich, wir in London sind ja Traditionalisten, wir hängen ja der Vergangenheit hinterher. Bei der LME gibt es tatsächlich noch einen Kreis. Ja, da wo auch physisch Menschen sitzen, aber sicherlich wird aber sehr viel auch elektronisch abgehandelt. Aber das ist, weil es ja da auch ein paar Skandale gab bei der LME in der Vergangenheit, da kam das auch noch mal ein bisschen hoch. Da sitzen tatsächlich noch Trader, da hat man noch quasi so den alten Stil in vielen Bereichen. Aber mittlerweile läuft im Grunde eigentlich alles elektronisch und das war natürlich für viele Trader auch eine große, sehr große Veränderung, ja, aus diesen Pits heraus. Jetzt rein in die Computersysteme. Also wenn Sie da was sehen auch vom Frankfurter Parkett oder von, sagen wir mal, auch von der New York Stock Exchange, ja, das ist üblicherweise ist, das hat es mehr so einen Hintergrund, dass man noch so eine schöne Plattform braucht, wo man dann seine Reportagen machen muss. Aber diese physischen Trading-Räume, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Genau, das ist also, wie du sagst, mit dem Ring Trading in London, wo man sich das auch so vorstellen kann, dass zu dem jeweiligen Ring natürlich dann auch die Investmentbanken ihren sogenannten Seed, ihren Sitz haben. Ob das jetzt beispielsweise eine Deutsche oder eine Barclays und sonst was ist, muss man sich halt vorstellen, dass diese Teilnehmer dann dort von den jeweiligen Investmentbanken entsendet sind und die sitzen dann da und fixieren jeweilige Preise und handeln. Ja. Diese Sache, die Malte angesprochen hat, ist tatsächlich so. Electronic Trading hat ja seit vielen, vielen Jahren Einzug gehalten, durchgezogen. Wenn wir heute schauen, geht es mittlerweile darum, dass du die schnellste Leitung, die beste und die kürzeste Leitung hast, dass du deinen Headquarter und deine Trading-Quarter dahin packst, wo du die Leitung am schnellsten erreichst. Da kann es teilweise da wirklich darum gehen, dass es um Meter geht, dass die Leitung bei dem einen schneller ankommt als beim anderen. Also all diese Sachen spielen mittlerweile eine Rolle. Wir sprechen mittlerweile von Nanosekunden im Trading-Bereich. Dementsprechend ist es also mit einer großen Frage behaftet, ob man sich als Privater in solchen Kurzfristeinheiten überhaupt aufhalten sollte, weil man hat gegen die Großen aufgrund der Technik so gar keine Chance. Also man sollte sich dann da eher auf Day- oder Swing-Trading und auch Positionstrading konzentrieren. Das ist zumindest nur meine Meinung natürlich. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Walter, aber Ja, doch, tatsächlich. kann ich ganz kurz noch ausführen. Also da gibt es ja schon längst Belege dafür. Ja, das gab ja auch eine Zeit, dann haben sich manche Trader gewundert, wenn sie quasi einen Trade ausführen wollen und haben einen Preis, wie sie es halt auch beim Broker kennen, gesehen, für den der eigentlich ausgeführt werden soll. Und da haben sie drauf gedrückt, dann ist immer der Preis ein bisschen schlechter geworden. Immer ist er ein bisschen schlechter geworden. Und am Anfang denkt man, das okay, ist jetzt Zufall und es ist immer nur so ein bisschen, ja. Und dann hat aber irgendwann einer mal gemerkt, da ist was, da muss was sein und ist der Sache nachgegangen. Und in der Tat war es auch so, dass halt dann in zum Beispiel zwischen Chicago und New York oder mittlerweile auch zwischen London und Frankfurt eben Unternehmen angefangen haben, als geheime Operation Land zu kaufen oder zu mieten und da halt Glasfaserkabel reingelegt haben. Und die Prämisse war halt, eine möglichst direkte Verbindung zu machen und ein paar Millisekunden abzuschleifen. Und dadurch war man einfach immer das, wenn man das, wie die das dann hatten, dann hatten die quasi wirklich den Heiligen Gral gehabt für eine kurze Zeit und waren dann immer schneller am Markt gewesen und konnten dadurch natürlich, gerade wenn man im Markt aktiv ist, wo man das Orderbuch einsehen kann, konnten die da recht viel Gewinn rausmachen. Dann ging es dann mittlerweile weiter in Mikrowellentürme. Die gibt es auch, ja. Das ist dann nochmal ein Stückchen schneller. Das ist sicherlich auch nicht ganz unabhängig von der, was das Wetter betrifft. Aber so ist das Rennen einfach immer weitergegangen. Und da würde ich auch sagen,
bei diesen ganz, ganz kurzfristigen Geschichten, das ist doch mehr dann in der in Richtung Glücksspiel, wenn Sie quasi ein Minutenchart oder vielleicht sogar Tickchart unterwegs sind, kann ich nicht unbedingt empfehlen, weil da ist es sehr, sehr schwierig, ein Edge zu entwickeln, weil eben einfach andere sehr viel Geld in die Technologie da investiert haben und die üblicherweise dann bei den High-Frequency-Tradern oder bei den Institutionellen dann angesiedelt ist, und weniger bei den Privat-Tradern. Da bin ich Ja, also absolut bei dir. man muss es sich auch so vorstellen, dass es mit dem Punkt da noch kurz abzuschließen, dass die jeweiligen HFTs, also die sogenannten High-Frequency-Trader, dass die schneller sind als die Aufsichtsbehörden und so schnell sind, dass sie gar nicht entdeckt werden teilweise. Es ist pervers. Es ist wirklich pervers geworden. Kommen wir zum weiteren Erklärung quasi, was Rohstoffe letzten Endes dann, wie die gehandelt werden. Natürlich haben wir da draußen viele Produkte, wie wir Rohstoffe handeln können, via Derivate, via Futures, alle möglichen anderen Dinge, was es draußen noch am Markt gibt, ob Exchange-Traded Commodities von mir aus und wie sie alle heißen. Wir wollen uns hier auf den reinen Future-Markt hier konzentrieren und wollen daran ein Stück weit erklären, wie die jeweiligen Rohstoffe dort aufgesetzt sind und gehandelt werden. Man spricht von dem sogenannten Kontrakthandel und letzten Endes, weil es sich um einen Kontrakthandel, ja, letzten Endes handelt, geht es von Kontraktmonat zu Kontraktmonat. Und je nachdem, was für einen Rohstoffkontrakt Sie vor sich haben, beispielsweise nehmen wir jetzt mal einen sehr liquiden, dauerhaft gehandelten wie Öl, dann finden Sie monatlich nach Monat, nach Monat, nach Monat in die nächsten, sagen wir mal, 24, 36, 48 Monate im Voraus finden Sie Kontraktmonate auf den jeweiligen Listen der Terminbörsen. Und diese Kontrakte, wir haben jetzt beispielsweise dann den Kontrakt November, der jetzt aktuell dann schon gehandelt wird. Wenn dieser Kontrakt dann ausläuft, rollt er automatisch dann in den Kontrakt. Verzeihung, der rollt dann in den Kontrakt Dezember. Man kann ihn da reinrollen. Und dieses Rollen, diese Funktion, dieses bedeutet ein Rollover. Da ist natürlich dann dementsprechend auch dann zu bedenken, ist der nächste nachlaufende Kontrakt dann dementsprechend höherwertig oder ist der nächste nachlaufende Kontrakt eben etwas minderwertig, sprich er ist teurer oder billiger. Und da gibt es halt die dementsprechenden Erträge beim Rollen, also sprich Rollerträge oder Rollverluste. Und die werden dargestellt in Contango und Backwardation. Also Contango bedeutet also bei einer ansteigenden Forward-Kurve sind halt die kürzer laufenden Kontrakte günstiger als die länger laufenden und eben vice versa. Also darum nochmal von der Erläuterung in Contango oder eben Backwardation. Wir haben diese Kontraktspezifikationen für jeden Rohstoff. Beispielsweise gibt es natürlich aber auch noch die wichtigen Einheiten. Das muss man halt nur mal im Hinterkopf behalten. Das ist vielleicht natürlich ist es logisch für den einen oder anderen, aber das steht bei jedem sogenannten DIN-Heft auch, in welchen Einheiten das international dann gehandelt wird. Ja, Industriemetalle beispielsweise in metrischen Tonnen oder Edelmetalle, die in der klassischen Feinunze eben gehandelt werden. Dargestellt werden, die Preise, wenn Sie den Preis draußen ja sehen von Gold, dann ist das, bezieht sich das immer auf die Feinunze, also diese sogenannten 31,10 34,807 Gramm. Und Kaffee zum Beispiel in LBS, also in amerikanischen Pfund, Weizen in Bushel, also Scheffeln, die jeweiligen Angaben sind ja hinten noch erläutert, wie viel das ist. Rohöl ist klassisch, das Barrel, also ein rund gerundet 159 Liter, was da immer angezeigt wird, der Preis. Und Heizöl in Gallonen. Die Gallone, die amerikanische Gallone hier 3,7854 Liter und Erdgas in Millionen britischen Thermal Units, damit man das noch ein bisschen anrechnen kann, man das auch in Gigajoule und so weiter umrechnen und so weiter und so fort. All das, jeden einzelnen Kontrakt finden Sie über die Terminbörse erklärt mit Spezifikation. Sie finden dazu ein sogenanntes Regelheft, ein DIN-Heft. Es muss natürlich alles von vornherein festgeschrieben sein. Es ist wie ein Vertrag, den Sie ja eingehen und den haben Sie ja letzten Endes dann auch geschlossen, wenn Sie das kaufen und verkaufen. Und dann müssen Sie natürlich wissen, was Sie tun müssen, wann Sie rollen müssen, beispielsweise in was für eine Summe Sie da gerade investieren, wie viel jeweils in einem Kontrakt gebündelt sind und so weiter und so fort. Das heißt also, wie jede andere Institution, wie jeder andere Vertragspartner ist auch die Warenterminbörse Ihr Vertragspartner und die hat sich halt auch an gewisse Spezifikationen und vertragliche Regularien zu binden. Gold haben wir jetzt mal ein Beispiel. Gold ist nicht, wie viele denken, nur over the counter, sprich über den Banktresen oder beispielsweise im Spothandel, im Kassahandel, sondern das große, der große Bums im Markt, also quasi die richtig große Liquidität, die findet im Future statt. Das heißt also, der Gold Future ist gebündelt in, was ist das jetzt? In diesen jeweiligen Kontrakten und da könnten Sie beispielsweise über die jeweiligen
Monate können Sie dann sehen, wie viele Kontrakte dann gerade im Handel unterwegs sind. Das heißt also, Sie gehen auf die Börsenseite von der COMEX, sprich also CME Group und der Gold, und geben hier das Produktsymbol GC ein, und da finden Sie den Gold Future in den jeweiligen Kontraktmonaten. Und da finden Sie die ganzen Angaben, und Sie finden natürlich dann das Volumen des aktuellen Tages zum Beispiel. Da können Sie mal sehen, wie viele Millionen von Dollar allein in einem einzigen Kontraktmonat schon gebündelt sind, und das sind ja mehrere in Folge. Also da geht es richtig ans Eingemachte. Da ist auf jeden Fall ordentlich Liquidität drin, und das bringt natürlich auch dann letzten Endes dann die Frage auf, woher dann letzten Endes die ganze Liquidität kommt, nämlich aus dem Futures-Markt von den Warenterminbörsen bei Gold. Also da ist richtig viel Volumen drin, sehr, sehr liquide. Die großen Player sind natürlich nicht nur wir als Händler, also sprich nicht nur die jeweiligen Handelsgesellschaften, nicht nur die Rohstoffhandelsgesellschaften, schon gar nicht beispielsweise nur irgendwelche privaten, professionellen, großen Trader, sondern da sind auch natürlich größere Marktteilnehmer, sogar Zentralbanken in diesem Markt aktiv. Das sollte man natürlich parallel dann auch noch wissen, weil Gold natürlich ein Mittel ist, um natürlich auch ja, Wert zu bündeln. Da sind natürlich Zentralbanken dementsprechend auch ordentlich am Werk. Über viele, viele Jahre haben hier dann letzten Endes manche Länder gigantische Mengen von Gold aufgekauft, vor allen Dingen in letzter Zeit. Was sehr, sehr viel aufgefallen ist, ist, dass Russland China sehr stark Gold in den letzten Jahren aufgekauft hat und beispielsweise andere Länder da eher stagnierten. Wir haben leicht minimal nur abgegeben hier, das rot markierte Deutschland. Das geht hier einfach nur darum, dass man da hin und wieder für Münzprogramme Gold eben dann letzten Endes dann da abstößt und dort in Münzen dann an den Mann, an die Frau draußen an den Kunden eben bringt. Und dir, Andere Länder haben. Ja. ist dir eigentlich aufgefallen, welches Land hier fehlt auf der Liste? Es gibt einen Grund dafür. Wie bitte? Es gibt einen Grund. Also es gibt kein Großbritannien auf der Liste. Ja, Herr Brown hat damals so, glaube ich, so super, super Geschäfte gemacht, nicht Da wahr? war man noch, da war der Goldpreis noch bei irgendwie 700, 800. Das sah damals hoch aus, ja. Und dann Ja. dachte Gordon Brown, du bist absolut richtig. Das ist eine super Idee, mal die Goldreserven zu verkaufen. Und dann ist der Preis auf 1.950 nach oben gegangen, ja. Halleluja. Und seither ist er auch nie wieder auf 800 zurückgekommen. Da hat er natürlich dem Land einen Bärendienst erwiesen. Aber es ist absolut richtig, was du sagst. Gold ist natürlich, kommt ja aus aus dem Gedanken noch heraus. Wir hatten Gold ja mal als Reservewährung gehabt in der Vergangenheit. Und insofern ist ja die Theorie, die man auch quasi die Goldverkäufer auf der Messe dann versuchen zu vertreiben. Das ist zweierlei. Das eine ist, Gold ist quasi immer so, dass wenn es Risiko im Markt ist, dann gehst du in das Gold, weil das ist dann wird das bei großem Risiko im Markt oder wenn die Anleger das Risiko scheuen, so muss man es richtig sagen, dann geht das Gold nach oben. Aber nachdem wir ja so hohe Goldpreise gesehen haben, stimmt das ja auch nicht mehr. Ja, wenn wir vielleicht mal später noch auf den Goldchart kommen, ist diese Verbindung ja auch wieder auseinandergerissen. Und die beste Marketinggeschichte für das Gold fand ich immer, wenn ihr Gold an Wert verliert, dann seien sie richtig froh, dann gehen ihre Aktien nach oben. Ja, also die Marketingleute im Goldbereich haben es richtig raus. Ja, also der Wert geht nach oben, es gibt eine gute Geschichte. Der Wert geht nach unten, gibt noch eine bessere Geschichte. Insofern ganz interessant. Aber Gold ist natürlich eine sehr, sehr interessante Anlageklasse am Ende des Tages immer noch. Man muss sich halt nur wirklich im Klaren sein, wie gerade die Risk-On- und Off-Korrelation gerade ist. Ja, also das einzig Positive, was man aktuell über Gold sagen kann, Gold bleibt Gold. Das ist das einzig Positive, der Satz. Rund um den Zins natürlich die Entwicklung. Und auch wenn noch so viele geopolitische Risikoprämie eigentlich jetzt aktuell gerade drin sein müsste, es hilft alles nichts. Die Zinsen gehen weiter hoch. EZB hat heute erhöht und auch andere Zentralbanken ziehen nach. Und bei immer steigenden ja, Zinsen steigen natürlich auch die Opportunitätskosten bei Gold, sprich also Halterkosten, Lagerkosten. Wenn Sie sich jetzt an den Kontrakthandel hier beispielsweise einmal jetzt erinnern an die Spezifikationen und so weiter, dann gelten natürlich auch solche Regeln wie Margins. Das heißt also, wenn Sie einen Trade aufrechterhalten wollen, müssen Sie ja auch eine Sicherheitsleistung erbringen. Und das heißt also, Sie müssen halt Kapital dahinlegen, damit dieser Trade aufrechterhalten werden kann. Und da sind in letzten Zeiten natürlich auch Margins teilweise hochgegangen. Und da muss man sich manchmal fragen, ob man das irgendwann noch machen will, ob man da gewillt ist, das weiterhin halten zu wollen, wenn man woanders beispielsweise im festverzinslichen Bereich, wie jetzt mit den doch sehr hohen Zinsen in den USA mittlerweile schon, da andere Erträge generieren kann. Das ist halt immer dann die Frage.
gucken wir also nochmal quer durch. Also es gibt solche Sachen, es gibt für jedes Edelmetall, für jeden anderen Rohstoff auch, jetzt beispielsweise Silber, um da etwas schneller mal durchzuklicken, BTI, um mal zu schauen, vor allen Dingen, wie ist die Kontraktgröße da. Wir haben hier den sogenannten BTI-Kontrakt, das ist also der Leitkontrakt der NYMEX, also der New Yorker Rohstoffbörse dort. Bedeutet letzten Endes die Abkürzung WTI West Texas Intermediate, weil das an diesem Knotenpunkt in Cushing letzten Endes ein Abrechnungspunkt dort ist. Kontraktspezifikationen über die NYMEX-Seite, also CME-Seite NYMEX, über das Produktsymbol CL für Crude Light. Und dann die jeweiligen Handelszeiten natürlich viele Angaben zu den jeweiligen Kontraktzyklen und auch Kontraktmonaten, die es da gibt. Wichtig vor allen Dingen hier, 1000 Barrel ist eine Kontraktgröße. Das heißt also, man hat hier letzten Endes dann es mit ja, 159.000 Liter Öl zu tun, wenn man einen Kontrakt von WTI an dieser NYMEX handelt. Und das ist natürlich dann schon ganz interessant, dass man den auch rollt. Stellt man sich mal jetzt mal vor, es gäbe keine Rollen beim Kontrakthandel, dann bekäme man irgendwann physisch bei einem Kontrakt 159.000 Liter vor die Tür gestellt. Das wäre natürlich dann nicht so im Sinne des Erfinders. Also deswegen gibt es auch Rollen davon abgesehen, weil man natürlich dann in die Zukunft die jeweiligen Verpflichtungen dann weiter rollen kann. Ja, Rohstoffhandel gibt es natürlich nicht nur bei diesen Industriemetallen. Ich habe es eingangs gesagt, mit Agrarrohstoffen zum Beispiel. Mais ist einer der liquidesten. Auch hier funktioniert das gleich. Will da dementsprechend da auch ein bisschen schneller jetzt noch durch, weil wir natürlich noch ein paar Charts uns auch anschauen wollen. Und vielleicht auch noch ein paar spezielle Modalitäten des Rohstoffmarktes anschauen wollen. Ja, also Mais der liquideste und übrigens auch der älteste Markt, was Agrarrohstoffe angeht. Damit fing das alles eigentlich auch an. Was man aber quer durch die Bank sagen kann, und das ist auch besonders wichtig auch für uns in der Eurozone, auch da wieder Ausrufezeichen, Rohstoffmärkte sind fast nur, also größtenteils Dollarmärkte. Egal, was Sie jetzt da draußen kaufen, ob das Öl sein mag, ob das Mais, Weizen und so weiter, wo Sie da überall teilnehmen an diesen jeweiligen Börsen, meistens ja an den US-Terminbörsen, ist ja logischerweise alles auch in US-Dollar fakturiert. Das heißt also, Sie haben neben diesem Kursrisiko, wenn Sie da agieren, auch noch das Währungsrisiko. Das sollten Sie da dementsprechend beachten. Fundamentaldaten logisch bei jedem einzelnen Kontrakt, bei jedem einzelnen Rohstoff immer anders. Es gibt so viele Parameter, wenn man die Fundamentaldaten jetzt mal beispielsweise sieht. Lagerhausdaten, diese sogenannten Bevorratungsdaten, die Warenbewegungen, Ernteberichte, Ernteausfälle, Wetterkapriolen, ne? Hurricane Ian hat es ja jetzt in Florida gezeigt, wie beispielsweise, was für Auswirkungen das für zum Beispiel die Orangenernte hat. Auch das kann man an der Börse, an der Terminbörse handeln. Ja? Genau. Nennt sich dann Und das Frozen. war, Ja, ja, bitte. genau. Und das war ja genau auch der Hintergrund, ja, warum man das mal eingeführt hat. Das sind ja die Amerikaner schon recht pfiffig. Die haben sich halt gedacht, in ihrem Maisgürtel und auch in anderen Bereichen haben sie gedacht, naja, was ist denn, wenn mir mal die Ernte ausfällt? Ja, ich kenne ja genug Weinbauern in Deutschland. Die bibbern ja auch jedes Jahr. Irgendwie kriegen sie es immer wieder hin. Ja, aber das ist natürlich auch die Frage, wenn tatsächlich mal, und ich meine, da ist der Klimawandel natürlich auch ein Thema, wenn meine Ernte ausfällt, wie kann das dann, wie kann ich dann weiter operieren? Ja, und dann hat man halt dann zum Beispiel sowas, sich diese CFDs auch überlegt oder diese Futures überlegt, wie man ein gewisses Preisrisiko abhedgen kann. Ich meine, man hat ja nicht immer einen kompletten Ernteausfall, sondern vielleicht teilweise, ja. Und deswegen hat man dann den Bauern dann quasi ein Finanzinstrument an die Hand gegeben, um dieses Risiko dann abzusichern. Also das war ja auch so ein Grundgedanke, wo das ganze Thema herkam. Und dafür sind die Futures natürlich, da kann man die gut einsetzen. Da muss man ja auch wissen, und das kennst du ja gut, Dirk, bei den Futures ist ja auch immer so das Thema, wenn man den Future handelt, dann hat man ja tatsächlich auch das Underlying dann, wenn der verfällt, dann hat man tatsächlich dann die Lieferung der Schweinehälften oder der Orangen oder des Öls anstehen. Bei dem CFD hat man das nicht, ein Contract for Difference. Wenn Sie mit dem handeln, dann spekulieren Sie rein auf die Kursdifferenzen. Kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, das ist korrekt. Die Geschichte jetzt beispielsweise noch zu Ende zu führen mit dem Frozen Concentrated Orange Juice, das wird also quasi in gefrorenen Blöcken verkauft, muss man sich so vorstellen. Und so wird das an den Terminbörsen gehandelt. Und Sie müssen sich jetzt mal den großen Orangen Agrarwirt in Florida vorstellen. Und da ist dann jetzt so ein drohender Sturm, Hurricane, der auf die Orangenplantagen zusteuert. Und dann hat er sich vorher natürlich vielleicht schon an den Märkten gehedged, abgesichert.
nicht nur in Bezug auf den Ernteausfall, sondern parallel dazu, also der Finanzmarkt bietet ja auch nur das an, was irgendwo von irgendwelchen Handelsaktivitäten nachgefragt wird von Akteuren. Da gibt es sogar noch die dazu passenden Wetterkontrakte. Ja, sie können sich tatsächlich gegen das Wetter absichern. Es ist unfassbar, was es alles gibt. Natürlich können sie auch mit mit CO2 handeln, also CO2-Zertifikaten und allen Sachen, die da auch noch parallel dazu laufen. Es gibt also fast nichts, was es nicht gibt. Aber auch nochmal, um das zu wiederholen, draußen am Markt, am Finanzmarkt gibt es immer nur das, was irgendein Akteur, ein größerer Akteur nachgefragt hat, aus irgendwelchen Gründen, um das für seine Kunden anzubieten. Also es wird nicht irgendwo etwas konstruiert, was später dann keiner handelt. Das passiert schon nicht. Ja, der Malte hat vorhin von dem sogenannten Pit gesprochen. Und wenn Sie dann sehen, wie das früher an Warenterminbörsen aussah, ein Riesengewusel, tausende Zettel fliegen umher, die Leute sind dem Herzinfarkt nahe gewesen und haben da rumgefuchtelt und wild gestikuliert und haben doch jedes Mal mit ihren jeweiligen festgelegten Signs sei schon Zeichen, dann dementsprechend ganz klar gemacht, das will ich kaufen, das will ich verkaufen, das geht an dich und so weiter. Also hochhektische Geschichte, mit Sicherheit alles andere als gesund, aber das ist jedermanns Sache, wie er sich dafür entscheidet. Das passt auch ganz gut zu diesem kurzen Break hier in Richtung Geschichte, wo das eigentlich so herkam. Rohstoffhandel gibt es nicht erst seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten, sondern das gab es schon in der Antike und auch vielleicht sogar in der Steinzeit gab es ja immer wieder irgendwelche Nachweise. Es hat also letzten Endes etwas, was nicht gerade von heute auf morgen entstanden ist, sondern über viele Jahrhunderte, Jahrtausende quasi Gestalt angenommen hat. Hat also letzten Endes Tradition, macht ja auch Sinn. Früher hat man letzten Endes ja auch gehandelt, verschoben, verschifft und geliefert und sonst was. Und der geordnete Handel ist letzten Endes, weil er immer größer wurde und voluminöser wurde, auch mit irgendwelchen durchdachten Prozessen dann behaftet worden und braucht natürlich dann auch für gesetzliche Parameter viele Maßstäbe, Abläufe, neue Standards und so weiter und so fort. Man hat sich das vorher so vorgestellt, dass man irgendwo verschiedene Handelsstellen hatte. Ich kann mich noch entsinnen, mir hat einer mal erzählt, es wurde vorher dann an irgendeiner Eiche, großen Eiche beispielsweise, irgendwas gehandelt. Da traf man sich dann. Ich kenne es von Spanien zum Beispiel. Dort gab es dann das Wassergericht und den Wasserhandel und all sowas. Das hat man dann an der Kirche verhandelt. Also das sind alles Dinge, die haben Tradition, die sind daher, die kommen daher. Und irgendwann entschloss man sich halt letzten Endes, das einfach nicht mehr irgendwie draußen bei schlechtem Wetter zu machen, sondern auch in imposanten Gebäuden. Und dann hat man letzten Endes auch da in den USA auch die Terminbörsen letzten Endes da mit großen, hervorragenden Gebäuden ausgestattet. Also wer mal in Chicago war, der findet zum Beispiel da ein herrliches Gebäude, wo die Terminbörse, die Warenterminbörse drin beheimatet ist. Das kann man sich natürlich, auch wenn man nicht dahin fliegt, auch via Google Street View anschauen. Ein imposantes Gebäude. Der erste Contract, sage ich schon, Kontrakt wurde in Chicago abgeschlossen und stammt aus dem Jahr 1851 und das war Mais. Also letzten Endes nicht gerade erst gestern, sondern Historie. So, jetzt haben wir viele Sachen erstmal gehört. Schauen wir mal da ein Beispiel an und zwar Öl, WTI. Wir gucken uns an, was kann da alles reinspielen. Die aktuelle Zeit ist ja etwas, man muss ja wirklich mal klar sagen, Malte, vielleicht siehst du es ähnlich. Prinzipiell muss man sagen, wir ersaufen in Öl. Immer noch. Egal wie knapp es klingt, wir ersaufen weiterhin mit Öl. Es gibt Ölbevorratungen, Ölnachweise unterirdisch, noch und nöcher. Länder, die man vom Markt weggedrängt hat, wie Venezuela, Iran und sonst was alles, die hocken auf Öl, es ist Wahnsinn. Saudi-Arabien allein mit zwei riesigen, gigantischen Ölfeldern, hat so eine Kapazität. Wenn man das alles fördern wollte, könnte man das nach und nach tun. Nur man würde sich ja den Ast absägen, auf dem man sitzt. Und das ist natürlich dann die Sache, dass natürlich auch die gewissen Kartelle, die dann reinkommen, und dort sind Kartelle ja seit vielen Jahrzehnten gang und gäbe, sprich OPEC, dass man da letzten Endes den Ölpreis steuert. Es ist letzten Endes wirklich so, der Ölpreis wird gelenkt und gesteuert. Das ist kein Geschwurbel, sondern das wissen wir ja seit vielen Jahrzehnten, dass die OPEC Förder Begrenzungen macht. Auch schon vor Corona gab es das, dass es immer mal irgendwelche Steuerungen gab. Man drehte dann an der jeweiligen Produktionsschraube und dass beispielsweise ein sogenannter Energiekrieg oder Ölkrieg oder ein sogenannter Energiekonflikt, den gab es auch nicht erst jetzt wie jetzt, sondern den gab es auch schon in den 70er Jahren, wenn Sie sich an das Stichwort Energiekrise damals erinnern, wo es dann Sonntagsfahrverbot gab in Deutschland und so weiter. Also es gab schon öfter solche Dinge.
Und jetzt stellen Sie sich das mal als Beispiel mit Saudi-Arabien vor. Das ist noch nicht ganz so lange her. Da gab es mal so eine Drohnenattacke. Das war aus dem Iran. Und dort hat man es auf die saudische Ölinfrastruktur abgesehen und hat dann da diverse Anlagen angegriffen. Und dann muss man sich halt vorstellen, wenn man am Markt tätig ist und man ist beispielsweise Ölhändler oder ist da aktiv dabei, dann hat das halt letzten Endes Auswirkungen, weil Saudi-Arabien ist mit einer der größten Ölplayer der Welt. Und wenn dort plötzlich große Anlagen, die wichtig sind, in ihrer Produktionsfähigkeit eingeschränkt sind, dann hat das eine Auswirkung auf den gesamten Ölmarkt. Und das konnte man ja damals bei diesen Attacken eben auch sehen. Ja, Und da sind dann ganz schnell mal, da machst du doch ein sehr gutes Bild auf, Dirk. Ich meine, da sieht man so die zwei Dimensionen, die wirklich wichtig sind. Also erstmal geht es nicht darum, es gibt Öl oder gibt es kein Öl, sondern es ist die Frage, wie viel Öl wird im Markt zur Verfügung gestellt. Und da hast du natürlich recht, das ist keine Aluhüttengeschichte, sondern das ist einfach die OPEC weiß natürlich, dass sie wie in vielen Bereichen, wie eine Zentralbank auch, quasi in Bereichen unterwegs ist, wollen die halt gucken, dass sie halt auch immer einen gewissen Zielpreis für ihr Produkt erreichen. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Und die zweite Komponente, die man natürlich noch in Erwägung ziehen muss, ist die Lieferkette. Ja, wenn jetzt irgendwo ein Fässchen Öl in Saudi-Arabien gefördert wird, dann ist es vielleicht noch nicht an dem Ort, wo man es braucht. Ja, also das sind auch noch das Zweite, dass man natürlich haben wir mit den weltweiten Lieferketten im Moment ein Problem. Das ist natürlich auch ein Thema. Ja, dass auch wenn quasi Nachfrageengpässe entstehen dadurch, dass in, sagen wir mal, in Kontinentaleuropa ein Ölmangel ist, weil Russland eine gewisse Menge nicht liefert, kann man das nicht sofort substituieren mit irgendeinem saudi-arabischen Öl, sondern das muss ja auch dann geliefert werden. Ganz interessant fand ich persönlich auch die Situation, vielleicht kannst du dich noch erinnern, Dirk, am Anfang der Pandemie, die Märkte haben geschwächelt und es war dann in der Tat, es war dann der Iran, der auf einmal mehr Öl am Markt überraschend zur Verfügung gestellt hat, der wirklich in eine schwache Phase des Marktes da reingegrätscht hat und da haben wir jetzt sehr starke Marktbewegungen gesehen und auch sehr starke Abwertungen an den Aktienmärkten gesehen. Das hat den Markt quasi überrascht. Also auch da ist man nicht gefeit vor einer Überraschung. Man denkt dann irgendwie, die OPEC handelt alles. Nee, es gibt aber auch noch andere Staaten außerhalb der OPEC, die da auf einmal für zusätzliche Supply oder eben nicht zu können die dazu führen. Ja, also das ist aber ganz interessant und deswegen sollte man sich damit auseinandersetzen, welche Marktteilnehmer haben wir denn am Markt, was ist für die denn richtig im Interesse und bitte nicht, also wie gesagt, irgendwie in solche Gedanken abgleiten, es gibt kein Öl mehr. Ich glaube, den Mythos haben wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr als Thema. Also das wissen wir, uns werden auch weiterhin noch Vorräte erschlossen. Sondern es geht wirklich darum, wie viel Öl wird denn am Markt bereitgestellt und wie sieht es denn mit den Lieferketten aus? Das sind aus meiner Sicht so die zwei entscheidenden Punkte. Genau, also das Nadelöhr, es ist auch übrigens nicht nur bei Rohöl so, wie der Malte sagt, es ist auch beispielsweise im Falle jetzt von Liquefied Natural Gas, also das LNG, was in den USA hier rüberkommt, das kommt ja auch nicht irgendwie mit dem Geist darüber geschwirrt, sondern braucht riesige Tanker und die sind halt auch begrenzt von der Anzahl. Und da muss man sich das halt eben vorstellen, dass auch das Nadelöhr ist, was die Lieferkettenprobleme dann auch in dem Bereich dann eben hochbringt. Und dann bringt es auch dann in dem Fall nichts, wenn wirklich dann plötzlich alle Anstrengungen unternommen werden, in anderen Bereichen ja quasi Tanker abgezogen werden. Das heißt also, Europa braucht massiv neues Gas, neue Gasquellen müssen erschlossen werden, neues Gas muss aber auch von den USA in Richtung Europa geschifft werden. Und dann bringt es das auch nicht, wenn wir dann letzten Endes dass die Situation wie neulich in Spanien vorfinden, wo dann da Dutzende Schiffe vor Spanien nicht abgefertigt werden können und die dann schon teilweise überlegen, wir gehen woanders hin mit unserem LNG und liefern jetzt beispielsweise irgendwie andere Kunden. Also es ist einfach momentan an vielen Stellen ein bisschen so der Wurm drin. Ja, die Ölgeschichte wollen wir auch noch hier ein Stück weit nochmal ausweiten, weil man denkt immer Saudi-Arabien als großer Player, aber in Wahrheit sind mittlerweile die USA der große Ölplayer. Und wenn wir uns allein mal hier die Zahlen ganz unten in Total jetzt in der Tabelle sehen, die Zahlen, die jetzt von Juli 21 auf Juni 22 und Juli 22 sind die ja nach oben gegangen. Wir sind mittlerweile jetzt hier schon bei 11,8. Wir sprechen hier von Millionen fast pro Tag. Ja, das ist also eine Fördermenge pro Tag, die hier angegeben wird. Und da ist die Fördermenge pro Tag der USA mit 11,8 Millionen Fass schon deutlich oberhalb der Saudis. Und aufgrund der Aktualitäten sowieso deutlich oberhalb auch der Russen. Das heißt also, aktuell sind die USA der größte Förderer der Welt von Rohöl und sind mittlerweile auch zum Nettoexporteur von Rohöl geworden. Also
Das muss man sich jetzt vorstellen. Seit 2019 ist das der Fall, dass die USA auch übrigens mehr Energie exportieren, als sie importieren. Eine völlig neue Zeitenrechnung auch, wenn man da den Blick jetzt mal so rumnimmt. Schauen wir das mal an, was die OPEC da beispielsweise leistet. Dann sehen wir jetzt hier in den letzten, wir sehen ja die Tabelle oben mit Juli, August 22, September 22. Und da sehen wir die täglichen Fördermengen beispielsweise von Saudi-Arabien. Und da sind wir dementsprechend ja deutlich unterhalb der US-Leistung. Ja, 10,9 ist zwar schon sehr viel im Vergleich zu jetzt 2021 und auch zu 20, wo es ja die Förderbegrenzungen gab wegen Corona. Und die anderen jeweiligen Staaten, die können natürlich auch nicht beliebig immer dann schnell auch ihre jeweiligen Förderkapazitäten anpassen oder auch eben runterfahren. Bei Öl ist es noch etwas anderes. Man kann manchmal auch etwas weniger fördern, drosseln und ja, wie man so sprichwörtlich sagt, vielleicht einen Korken mal kurz draufziehen. Aber bei Gas ist das eine andere Geschichte. Da kann man nicht einfach mal sagen, hier, diese Gasquelle, die wird jetzt zugemacht, die liefern, wir brauchen nichts mehr zu liefern, es wird gerade aktuell nichts gekauft, beziehungsweise wir entschließen uns nichts mehr zu verkaufen. Stichwort Russland mit den Gasquellen. Und dann muss man das abfackeln, weil einem sonst das ganze Lager hochgeht. Also es sind viele Spezifikationen bei jedem einzelnen Rohstoff da und auch geografisch viele Spitzfindigkeiten. Und man sieht ja jetzt beispielsweise hier die großen Player in der OPEC. Und vor allen Dingen, wenn man dann mal schaut, das ölreichste Land der Welt, das absolut ölreichste Land der Welt, die sitzen auf so viel Rohöllagermöglichkeiten, fördert gerade mal 659.000 Barrel pro Tag. Ich spreche von Venezuela. Genau, das Ja, ist mir und auch das da ist eine aufgefallen. gesteuerte Sache. Ja, das weißt du ja, Malte. Wir haben ja neulich auch dieses Gespräch gehabt. Und beispielsweise Chevron hat man jetzt gestattet, wieder Kontakte aufzunehmen. Von der US-Regierung war das den Chevron Boys quasi gestattet, nach Venezuela zu fliegen, weil die da große Ölfelder haben und da jetzt mal wieder ein bisschen mehr zu fördern. Also es ist schon teilweise echt übel, was da immer läuft. Und es geht letzten Endes jetzt aktuell darum, dass man natürlich den Ölpreis weiter runterhält, die Treibstoffkosten senkt, weil natürlich auch Wahlen sind. Ja, in den USA sind Wahlen am 8. November. Das ist Ja. unheimlich wichtig. Ja. Und es ist ja ganz interessant, du hast es ja wirklich auf der vorhergehenden Folie schön gezeigt, wie sehr viel Öl in Amerika produziert wird. Und du warst ja selbst vor kurzem in Amerika und hast gesehen, wie hoch die Spritpreise da sind. Also auch am Ende des Tages, auch du hast ja gesagt, ist Amerika ein Exporteur von Ja, Öl. Das bedeutet hatte ich halt, mal dass halt kurz auch hier der Probleme. Weltmarktpreis, ja, dann zählt, ja, und dass natürlich dementsprechend auch die Spritpreise für eine Gallone in Amerika auf 5 oder über 6 Dollar katapultiert. Genau, und die sind ja zwischenzeitlich dann auch, wenn wir jetzt hier auf die Tabelle schauen, finden wir die von Malte eben angesprochenen Spritpreise unten rechts. Das sind die sogenannten Retail Prices, also im Einzelhandelsbereich. Und dann sehen wir hier Motor Gasoline Regular, also das ist das stinknormale Benzin. Da sehen wir vom 24.10.2022 einen Preis von 3,769. Das bedeutet eine Gallone. Das müssen Sie dann noch umrechnen. Eine Gallone, wie gesagt, diese 3,785. Dann kommen Sie da auf einen natürlich immer noch im Vergleich zu unseren Preisen hier lächerlichen Preis. Nur wenn John from the Street da mit seinem riesen Pickup an die Tankstelle fährt, der da 20, 25 Liter braucht auf 100 Kilometer, dann stöhnt er schon, wenn die Preise hochgehen. Wir sehen auch Dieselpreise natürlich, die Dieselpreise in den USA sind auch höher als bei uns, Entschuldigung, höher als bei Benzin. Das ist das gleiche wie bei uns. Diesel ist teurer in den USA und natürlich ist Diesel hauptsächlich auch in den USA von unheimlich vielen Truckern natürlich im Gebrauch. Sprich, also der Trucker, der auch irgendwelche Früchte von Kalifornien nach sonst wohin in die USA fährt, muss natürlich kräftig tanken. Und ich hatte da ein Gespräch mit einem in Südgeorgia von Walmart, hatte ich den Typ gefragt mit seinem riesen Sattelauflieger-Truck-Kühllaster, was er denn so schluckt, und hat gesagt, ja, das ist ein 150-Gallonen-Tank. Und damals war der Preis noch deutlich über der 5,50 Richtung 6 sogar nee, weiter sogar, 6,50 in Kalifornien. Und er kam von Kalifornien darüber gegurkt. Und er hat da halt beispielsweise in Kalifornien für 6,50 Dollar die Gallone getankt. Und das sind 150 Gallonen. Da können Sie ja nach Adam Riese sich selbst ausrechnen, dass der da beinahe 1000 Dollar für eine Tankfüllung hinlegt. Und dann ist er ja noch lang nicht in Georgia quer durchs ganze Land gefahren. Also das sind natürlich dann irgendwann nicht mehr die Fragen, wo kommen denn die ganzen hohen Lebensmittelpreise her? Naja, das muss alles umgelegt werden. Und der Mann fährt ja auch nicht umsonst. Dem sein Lohn ist auch gestiegen. All so ein Zeugs. Und daher kommt Inflation auch massiv. Also das darf man auch nicht vergessen.
Und das will man halt runterbringen, um jetzt dementsprechend auch die Wahlen da nicht ganz in den Sand zu setzen, aus Sicht der Demokraten, logischerweise. Wir sind hier auch noch gerade auf der richtigen Folie. Wir sehen jetzt beispielsweise, das ist von der Energy Information Administration, das ist quasi das Energieministerium. Und dort hat man jetzt beispielsweise ja immer die wöchentlichen Rohlagerbestände. Und man sieht beispielsweise jetzt im linken Bereich, wo man hier sieht, Stocks, Million Barrels, sieht man hier Crude Oil. Und da sieht man die jeweiligen Reserven. Da gibt es jetzt hier eine Tabelle knapp obertotal, wo die 4 hoch 4 da steht. Crude Oil in SPR, das ist also die sogenannte Reserve, die staatliche Reserve. Und dann schauen Sie mal, 2021 war die bei 614 Millionen Barrel noch. Und dann hat man ja im Zuge dieser Ukraine-Russland-Nummer die strategischen Rohreserven angezapft, konzertiert. Nicht nur die USA, andere Länder haben das auch gemacht. Und dann schauen Sie mal, wie rapide die jetzt schon gesunken sind. Wir sind jetzt schon auf 405 Millionen Barrel abgesunken. Natürlich ist es immer noch viel, aber im Vergleich zu vorher schon ein Riesenabschwung. Und die Rohlagerbestände teilweise sind sie ja schon zu gewissen Zeiten mal höher gewesen. Sie sinken momentan über den längeren Beobachtungszeitraum dennoch. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, dass es so, sagen wir mal, extrem mega billige Rohölpreise nicht unbedingt in den nächsten Jahren geben wird. Gehen wir nochmal zurück. Ich wollte den Chart anfangen. Wenn wir jetzt mal den langfristigen Chart von WTI uns anschauen, dann sehen wir ja diese zwei Rechtecke oben. Das ist hier der Ukraine-Russland-Feldzug Beginn quasi. Und dann sehen wir noch eine weitere Bewegung nochmal hoch, also ein Retest zur Oberseite nochmal, nachdem das weggebrochen war, bevor dann natürlich auch noch andere Dinge wie konjunkturelle Entwicklungen zusätzlich im Rohölpreis gespiegelt wurden, wo es dann in China immer mehr Schwierigkeiten gab, konjunkturelle Sorgen querbeet durch alle wichtigen Industrieländer, wo die BIP-Prognosen immer weiter nach unten revidiert wurden und da fiel dann im Gleichklang auch Öl mit runter. Ich vergrößere das mal. Die gelben Linien, die Sie hier sehen, sind horizontale Linien, die bereits teilweise erreicht wurden als Rückläufer. Und auch schon getestet wurden als Langfristbereich. Wenn man jetzt beispielsweise hier einmal sieht im unteren Bereich, die 76,44, die wurde hier angetestet, einfach aus dem Grund, die gab es als lange, 2018 einen Zwischenhoch. Das wurde hier nochmal angetestet. Und dann sehen wir beispielsweise jetzt hier in den jeweiligen Bereichen, dass im Trading nicht nur im Devisenbereich, sondern auch im Rohölbereich sehr oft auch nochmal ein Vorlevel aus der alten Chart-Historie nochmal angetestet wird zur Oberseite, dass der Kurs dann nochmal da reinläuft. Und man beispielsweise dann als Trader sich entscheiden kann, der beispielsweise hier in dem Bereich nehme ich als Widerstandsbereich und bilde eine neue Short-Position. Oder bin ich jemand, der Überzeugung ist, aufgrund von anderen Modalitäten am Markt, dass wir hier von einer Breakout-Strategy dann beispielsweise ausgehen, sprich es durchbricht und nach oben dann mitgekauft wird, um sich oberhalb von dieser Range abzusetzen. Also viele, viele Sachen. Wir haben hier noch eine Fibonacci. Ich weiß nicht mal, da kannst du vielleicht noch was zu der Fibonacci hier noch zu sagen. Hatten wir ja auch letztens ein bisschen erklärt. Ja, kann ich gerne machen. Vielleicht einmal auch noch ganz kurz. Ich finde das wirklich ein tolles Chart. Also erstmal nochmal auf dem großen Bild. Wir haben hier nach dieser Aufwärtsbewegung nach oben haben wir dieses Hoch nicht nochmal durchbrochen. Das ist grundsätzlich eher bärisch einzuschätzen, ja, dass der Markt dann wieder zurückkommt. Dann hat er sich an den gewissen Levels, die vorher Widerstand waren, im Bereich der Unterstützung abgearbeitet. Nochmal ganz klar, man weiß dann nicht, wie es weitergeht, aber ich sage ja immer so, man weiß mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, das ist eine Entscheidungsphase für den Markt. Da kann man sehr gut seine Strategien eben darum bauen. Und so sind wir jetzt hier eben wieder unter diese vorherigen Widerstandsebenen gebrochen, testen die wieder neu an, wie der Dirk so schön angezeichnet hat, mit den verschiedenen Linien. Und was ich halt auch an der Bewegung mag, die er jetzt hier gezeichnet hat, das ist ein sehr klarer Move. Ja. Insofern, je klarer der ist, desto mehr Trader oder mehr auch automatische Systeme wird diese Fibonacci an der Stelle ziehen. Und insofern macht es sehr viel Sinn, sich hier auch an den einzelnen Schwellenwerten hier abzuarbeiten. Also was hat der Dirk jetzt für eine Fibo eingezeichnet? Das ist in einer bärischen Hauptbewegung, eine bullische Gegenbewegung, ja, wo der Markt wieder nach unten korrigiert hat. Insofern wäre ich also skeptisch, dass der Markt jetzt weiter hier nach oben wieder durchbrechen kann. Aber auf der anderen Seite hat er ja klar angezeigt hier, ist ein bisschen klein, ich kann es nicht ganz sehen, ist es 50 oder 61,8, wo er sich abgestoßen hat. Aber das sind überraschenderweise die beiden. Hier, Bitte? die Marke, du meinst hier?
Ja, Das ist ja. die 61,8er, ja. 61,8. Genau, also 61,8, wenn er da hält, das ist üblicherweise, wenn er schön auf den Pip genau hält, dann ist es eine hervorragende Geschichte. Hier ist er etwas unten drunter gebrochen. Insofern wird quasi meine bärische Grundstimmung hier an der Stelle intakt bleiben. Aber man erwartet erst einen Bounce wieder zurück in Richtung hier dieser 0%, wo wir vorher reingekommen sind. Und da wird sich quasi die nächste Entscheidung, die Entscheidung wieder abspielen, kann ich mir gut vorstellen. Ob wir, wenn wir da drüber kommen allerdings, dann ist auch wieder sehr viel Potenzial da für eine Aufwärtsbewegung. Sollten wir da aber in dem Bild, den wir jetzt hier gerade unten drunter bleiben, dann würde diese Fibonacci recht schnell wieder quasi invalidiert werden. Und wir können dann einfach die umgekehrte zeichnen, quasi die bärische. Also wenn man jetzt quasi auf diese Abwärtsbewegung, diese Korrekturbewegung noch ein Fibo legen würde, wäre man, denke ich, auch genau in diesem 50er bis 61,8er Rückwärtsbereich. Insofern ist jetzt gerade da, bist du, was du jetzt angezeichnet hast, ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Schwellenwert. Kommen wir da drüber, können die Bären wieder auf den Plan gerufen werden mit den Schwellenwerten, die du eben gezeigt hast. Halten wir da und gehen wir nach unten, dann sind wir da voll in diesem übergeordneten bärischen Bild und mit der Möglichkeit, diese Tiefs wieder anzulaufen. Genau, wer sich dann auch interessiert, beispielsweise für Einschätzungen den jeweiligen Energiebehörden, EIA, also die Emil Ida Anton quasi, das ist die Energiebehörde, das gibt man dann ein unter Google beispielsweise und findet dann die jeweiligen Angaben. Dort ist auch die Einschätzung beispielsweise der Behörde, wie sich der Ölpreis auf das Jahr entwickeln könnte, als quasi gerundeter Preis beispielsweise in Richtung, sagen Sie mal, das restliche Jahr 2022 rechnet die EIA mit beispielsweise, sagen wir jetzt mal, 95 Dollar und so weiter und so fort. Da finden Sie eine Einschätzung auch darüber. Parallel gibt es natürlich Einschätzungen von Handelshäusern und jeweiligen Investmentbanken, ist logisch überall verfügbar, wenn man sich ein bisschen mit Google bemüht. Ja, die aktuelle Geschichte noch zum Ölpreis, genauso wie zum Goldpreis, es ist ja auch immer so eine Sache, was Politik, Geopolitik angeht. Wenn ich dann jetzt beispielsweise hier im Ticker lese, dass Herr Putin gerade sich dazu geäußert hat, dass Taiwan zu China gehört, dann sollte man sich natürlich fragen, was er mit dieser Aussage bezweckt oder gleichzeitig ankündigt. Neue Bündnistreue zu China oder was auch immer, wie man sich das vorzustellen hat. Mal davon abgesehen, wollen wir natürlich nicht so viel Politik hier reinrühren, nur das hat halt letzten Endes dann Wirklichkeit, wieder, wenn wir uns an den Handelsdesk widersetzen und wir plötzlich sehen, dass in diesen Ölpreis und in den Goldpreis eine neue Risikoprämie reinkommt, der Kasus Taiwan, mit dem wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr beschäftigen werden müssen. Also sind keine tollen Zeiten, die vielleicht da anstehen. Nee, nee, also da ist ja vielleicht mal ganz kurz, um das noch abzurunden, da ist ja so ein bisschen so eine Alliance zwischen Indien und Russland und China entstanden, ja. Und es ist ja interessant, Putin braucht unbedingt diese Unterstützung durch China und China ist nicht so ganz happy, wie das Ganze jetzt läuft, ja, mit dem Krieg. Aber er weiß natürlich auch, der Putin, dass Taiwan für China extrem wichtig ist und dass sie das halt als Teil ihres Landes sehen. Und ich denke mal, dabei wird die Äußerung auch herkommen, dass er sich da gewisse Brownie Points, wie man es im Englischen so sagt, wiederum auch von dem neuen chinesischen Machthaber erhofft, der jetzt in seiner dritten Amtszeit unterwegs ist, was natürlich nie besonders gut ist. Ja, Amtszeit, auf Lebenszeit, das ist ja der Wahnsinn. Wir sprechen schon nicht mehr von Amtszeiten, das ist auf Lebenszeit. Ja, gucken wir nochmal zu was ganz anderem Extremen. Das ist uns ja hier bei uns in Deutschland in der Gasrechnung dann dementsprechend präsentiert oder auch anderen europäischen Ländern natürlich genauso. Das ist jetzt hier der europäische Leitkontrakt, der Dutch TTF Gas. Den finden Sie bei der Intercontinental Exchange. Und diese Intercontinental Exchange bietet Ihnen das an, dass Sie das einfach angucken können, beispielsweise der aktuelle Novemberkontrakt. Da sehen Sie, dass der kurzfristig auch sogar weiter unter 100 € pro Megawatt gefallen ist. Man sieht auch die Spezifikationen dann auf der Seite der ICE. Das bedeutet letzten Endes, dass ein Kontrakt ein Megawatt, also ein Megawattstunde dann eben letzten Endes dann ist. Und dann können Sie sehen, wie sich der Preis hier charttechnisch hier über die Jahre jetzt entwickelt hat. Man sieht hier den Preis, der geht zurück bis auf 2020, August. Und man sieht jetzt, ich habe extra mal diese blaue Linie unten eingezeichnet. Das ist die 10-Euro-Marke, wo wir da herkamen, September beispielsweise, 2020. Und selbst wenn wir jetzt mal September 2021 nehmen, dann sind wir ja immer noch in den Bereichen zwischen 45 und 50 € pro Megawatt, teilweise 60. Und wenn wir uns dann anschauen, wie sich das jetzt in der letzten Zeit rund um Ukraine, Anfang jetzt hier, Ukraine-Russland-Konflikt,
dann nach oben geschraubt hat, dann sprechen wir auf Dauer natürlich nicht nur einfach von einer Verdopplung oder Verdreifachung, sondern natürlich hier von einer Verzwanzigfachung und mehr, wenn wir uns auf diese lange Chartentwicklung hier mal konzentrieren. Das ist absoluter Wahnsinn. So schnell, wie das natürlich jetzt hier auch nach oben geschnellt ist, auf 3,49 Intraday war das zum Beispiel in dem Oktoberkontrakt zu sehen, da ist das dann auch abgebröckelt. Wir sind hier zeitweise unter 100 schon gewesen. Das heißt also, innerhalb von einer kurzen Zeit von 3 Monaten ist es, die Lager sind voll. Das ist eine typische Sache, die am Rohstoffmarkt auch oft zu beobachten ist, wie damals Corona mit Öl. Wenn jetzt alle Lager voll sind, wo soll das Gas gespeichert werden? Wo soll es hin? Das ist das Problem dann irgendwann auch. Dann gehen die LNG-Tanker irgendwann vielleicht auch woanders wieder hin, in andere Regionen der Welt, wo sie nachgefragt werden. Und irgendwann haben wir vielleicht wieder neue Versorgungskapriolen. Also das ist wirklich das Nadelöhr, ist die Belieferung. Ganz kurz nur, der Jörg Litter hat einen Kommentar oder eine Frage Oh. gestellt. Dann müssten sich die nächsten Wochen dann aber auch die Preise beim Endkunden niederschlagen. Das heißt, dass der Gaspreis müsste zumindest für eine Weile für jeden Tag sich vergünstigen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, leider ist das nicht so. Die Kontrakte werden ja auch draußen gehandelt. Also sehen Sie jetzt beispielsweise den Fall Uniper oder Uniper, wie auch immer man es jetzt aussprechen mag, oder auch andere, sei es jetzt Stadtwerke, die Gaseinkauf betreiben und all sowas. Die kaufen ja zu gewissen Monatskontrakten genauso am Markt draußen ein. Und das ist ja auch so, wenn Sie beispielsweise irgendeinen Kontrakt mit irgendeinem Heizölhändler machen, dann haben Sie ja auch schon einen Preis fixiert und der Preis würde dementsprechend irgendwann fallen, dann kriegen Sie ja trotzdem nicht den billigeren Preis. Das ist halt das allgemeine Problem. Der Staat muss jetzt ultra viele Milliarden in die Hand nehmen, um diese ganzen ja, Kapriolen, die dort draußen auch passiert sind, mit aufzufangen. Zu einem Teil hat das Wirtschaftsministerium mit der Galionsfigur diese Preise auch noch zusätzlich angefacht, indem sie nach draußen getragen hat: Wir kaufen zu jedem Preis, wir brauchen Gas ohne Ende. Und wenn ich Gas habe und es jemand verkaufen will und mir schreit einer entgegen, ich zahle jeden Preis, so nach dem Motto, dann freue ich mich, reibe mir die Hände und mache den riesen Reibach. Also da sind Sachen passiert, die können wir jetzt nicht von heute auf morgen wieder rückabwickeln und können uns freuen, dass wir jetzt plötzlich wieder günstigere Preise haben, sondern die entwickeln uns dann erst wieder in den nächsten Monaten. Die kommen uns erst wieder dann mit weiteren Gaslieferverträgen wieder zugute. Es ist fraglich. Es ist fraglich, ob dieser Drop, den wir jetzt hier gesehen haben, dieser Absturz, auch lange anhalten wird. Wenn man weiterhin guckt in die fortfolgenden Kontrakte, sind die Preise auch schon wieder ein Stück weit drüber. Wie gesagt, gerne mal einen Blick auf diese Dutch TTF Gas Futures werfen. Man findet sie ganz einfach über die Google-Suche, über ICE und Dutch TTF. Und da sehen wir, dass sie jeweiligen Kontraktmonate auch in 2023 schon wieder zwischen 120, 150 und so weiter auch liegen. Also da wird es eine Weile noch dauern. Vielleicht kriegen wir sogar im nächsten Jahr noch größere Probleme, weil wir dann ja mit den ganzen ja, Lieferkapazitäten vielleicht noch Schwierigkeiten haben, das auch in diesem Ausmaß hochzukriegen, weil wir mit anderen konkurrieren werden. Also es wird einige andere Regionen der Welt geben, die auch da konkurrieren werden. Und jetzt haben wir natürlich gute Preise gezahlt im Gasbereich. Deswegen kam alles zu uns erstmal. Also es wird vielleicht nicht ganz so einfach sein. Ist es hier noch was anderes, dass sich Nee, der Gaspreis durchsetzt? Ah, das das war waren das. Oh. Kommentare, ja genau. Okay. Ja, genau. Also wir hoffen natürlich das Beste, dass sich das auch mal positiv wieder. Also es kommt ja nur eine Frage von Herrn Littner. Litter. Ich habe Warum eben ist der gerade Preis? kurz die Übersicht verloren. Ja, ich lese es dir mal vor. Warum ist der Preis am Markt gesunken? Und dennoch ist der Preis am Markt niedrig und müsste sich eventuell nicht in Deutschland, dann aber vielleicht in anderen Ländern der Preis verbilligen. Sonst stimmt ja was nicht, denn es wird ja jetzt auch Gas gekauft. Aber ich glaube, das ist der Punkt, den du auch genannt hast, dass also diese ganzen Verträge quasi hin zum Endkunden und wie quasi da gedacht wird, dass es sich ja nicht am Tagespreis orientiert. Natürlich, wenn es nach oben geht, schon, wenn es nach unten geht, eher nicht, ja, sondern dass da eher quasi die langfristige Schiene gefahren wird und man versucht sich hier das Risiko, die versuchen ja auch ihr Risiko am Markt zu hedgen, ne? Und das Korrekt, auch zweite Thema hast du beispielsweise. richtig genannt, das ist ja die Lieferkette, die da noch drin hängt, die natürlich Genau. dafür sorgt, dass auch wenn das Gas vielleicht günstiger ist, es ja dann immer noch nicht am Endkunden angekommen ist. Also um das Beispiel vielleicht etwas plastisch zu machen: Großkunde A kauft am Terminmarkt Gaskontrakte und versorgt sich mit jeweiligen Liefermengen zu einem Preis X, der beispielsweise bei 200 Euro pro Megawatt liegt. Der Preis fällt auf 100 Megawatt. Er hat diese 200 aber schon eingekauft und hat Verträge auch mit den jeweiligen Abnehmern geschlossen.
die sich auf diesen Preis natürlich auch eingelassen haben, weil es nichts anderes gibt zu dem Zeitpunkt. Und dann werden die gelatzt. Der Preis ist natürlich dann später weiter gefallen. Entweder hat der Kollege sich sehr, sehr geschickt am Markt dann auch gehedged und hat noch gleichzeitig sich abgesichert mit diesem fallenden Preis. Und gleichzeitig hat er aber auch dann die Möglichkeit, umgekehrt bei dem günstigen Einkauf, wie er das damals gemacht hat, natürlich jetzt bei höheren Kursen einen riesen Reibach zu machen. Beispiel VW zum Beispiel. VW hat dann auch eine ganze Weile hier zu günstigen Zeiten in 2020 ultra viele Mengen an Gas, Erdgas eingekauft und das bevorratet für die Fertigungslagen in Wolfsburg und Co. Und hat das in diesem Ausmaß nicht benötigt. Und bietet oder hat angeboten, das jetzt zu substituieren, also die Industriehallen und so weiter mit Erdöl dann letzten Endes oder mit anderen Kraftwerken zu heizen und hat das am Markt dann angeboten und hat dadurch einen mittleren dreistelligen Millionenbereich beispielsweise, glaube ich, sogar einen Ertrag dann gemacht mit diesem dann doch relativ günstigen Einkauf, den man damals machte. Also so, auch so rum kann es laufen, dass ein Unternehmen da mehr als ein nur glückliches Händchen hatte. Umgekehrt ist es natürlich eine bittere Sache und das ist halt dementsprechend so teuer, weil es ist eine komplett politische Entscheidung. Das muss man halt eben auch leider so sagen. Es ist einfach so, der Gashahn wurde ja nicht nur zugedreht, es ist ja auch teilweise so gewollt gewesen, ist auch nachvollziehbar im Nachhinein, kann man natürlich drüber streiten. Aber wenn etwas abgedreht wird und auf der anderen Seite auch nicht mehr die Lieferung gewollt ist, dann muss man sich anderweitig umschauen und andere Preise dafür zahlen und diese Preise werden nie mehr so billig sein wie früher. Das kann man also so zumindest schon mal schreiben. Das wird nicht mehr so günstig sein wie früher. Leider. Ja, jetzt, was haben wir noch? Jetzt benötigt VW Envirdel wieder mehr Gas. Hat das aber verkauft. Ja, das ist korrekt. Das ist das Risiko am Business, dass man dann plötzlich in neue Bredouille vielleicht irgendwann mal gerät. Das ist dann tatsächlich möglich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das nicht nur der Fall ist. Also es ist ja auch letzten Endes hier eine zusätzliche Situation am Markt entstanden, auch die auch gleichzeitig auch nochmal dazu beigetragen hat, dass Gas in letzter Zeit gefallen ist. Nicht nur, dass die Lager alle voll sind, die deutschen Speicher und andere Speicher in anderen Ländern zumindest sehr gut gefüllt sind, sondern dass parallel dazu auch in einem Land, in einem Großabnehmerland wie Deutschland beispielsweise, dann auch die Politik sich dazu entschieden hat, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen und dementsprechend dann auch weniger Verstromung in Gas hier vonstatten geht. Also das spielt auch noch mal etwas mit rein. Und Gas eingespart wurde tatsächlich, es wurde tatsächlich zwar nicht genug, aber immerhin schon einiges eingespart. Also das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Nicht nur Deutschland ist allein an dem Markt beteiligt, das ist ganz Europa, muss man dazu sagen. In anderen Ländern gibt es auch noch andere Anstrengungen und andere Modalitäten. Also es hat sich einiges da getan. Und dementsprechend mit diesen vier, fünf Gründen, die zusammenkamen, ist der Gaspreis dann erstmal implodiert. Ist auch viel Spekulation mit Sicherheit auch da drin gewesen, Malte. Wir kennen das ja alle vom Ölpreis, war es ja auch schon oft der Fall. Umgekehrt war es aber auch genauso der Fall. Wir hatten ja schon negative Ölpreise, wenn wir uns an April 2020 erinnern. Damals hatten wir den Fakt, dass händeringend Leute und Tanker und alles gesucht wurde, wo man Ölkapazitäten parken konnte. Und irgendwann musste man Öl in den negativen Bereich rutschen lassen. Sprich, du hast noch Geld bekommen, wenn du Öl abgenommen bekommen, wenn du Öl abnimmst. Das heißt also, irgendeiner hat dir einen Tanker oder sonst was von Öl geliefert. Du hast dafür noch Geld kassiert, dass du das Öl abnimmst, damit die ihr Problem loswerden. So krass war damals die Situation während der Covid-Geschichte in April 2020. Gute Und Erinnerung. solche Dinge können bei jedem Rohstoff tatsächlich durch irgendein Sonderereignis irgendwo passieren, rein von der Marktmechanik her. Es wirkt nach außen hin surreal, krank, absolut gestört, aber es ist technisch so machbar und aufgrund dieses Kontrakthandels und der Systematik tatsächlich so möglich. Ich denke, vielleicht, um es mal auf den Nenner zu bringen, weil wir kommen ja auch ans Ende des Webinars, man sollte halt den Rohstoffmarkt wirklich nicht links liegen lassen. Ich glaube, er bietet wirklich sehr interessante Chancen, ja. Nur so als Hinweis, wir haben ja jetzt wirklich viel auch Wissen zu Rohstoffmärkten hier mit reingebracht ins Webinar. Das zeigt ja, es ist vielleicht für den einen oder anderen erstmal noch nicht so voll zugänglich. Insofern braucht man da vielleicht ein bisschen Zeit. Wenn Sie da handeln, also durchaus eher mal mit sehr kleinen Positionen anfangen, weil jedes Finanzinstrument hat ja so seine eigene Charakteristik. Und wenn man was ich ein Agrarprodukt hat, dann sind es auf einmal ganz andere
Berichte, die da wichtig sind. Da braucht man eine gewisse Zeit, um sich dem Thema zu nähern, wie es bei Öl eben ist. Da haben wir da, glaube ich, auch viele Informationen geliefert oder bei Gold oder jetzt hier bei dem Gasthema. Aber ich fand, finde es ja wirklich eine hervorragende Bereicherung, was das Trading betrifft. Man muss halt nur gucken, ob es auch zu einem passt. Ja, man muss jetzt nicht auf dem 1-Minuten-Chart unterwegs sein, sondern vielleicht ist es eher so eine Swing-Geschichte oder es ist eher so, wenn man sich quasi, das ist ja viel in den News auch, ja, so eine Makro-Thematik, wenn man quasi da auch dann mit dabei sein will und sich da mehr informieren will oder profitieren will, da kann man an solchen Themen wie halt auch Gaspreise, wie sie im Moment sind, da haben wir extreme Verzerrung, kann man natürlich versuchen, daran zu profitieren. Aber wie gesagt, das braucht ein bisschen Zeit, bis man an das Thema rankommt. Und die sollte man sich dann aus meiner Sicht auch auf jeden Fall nehmen. Ja, also ich an meiner Stelle sage schon mal herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihre Zeit. Wenn Sie Fragen noch haben, die hier beispielsweise die Inhalte betreffen, können Sie sich natürlich gerne an uns wenden. Wenn Sie technische Fragen zum Handel haben, was mit Kontrakten eben zu tun hat, hauptsächlich natürlich das Thema Futures, wenden Sie sich gerne an die Kollegen von WA Self Invest, die Ihnen dann auch mit der Plattformschulung und auch mit den jeweiligen Angeboten dort etwas näher helfen können. Und ich von meiner Seite sage schon mal alles Gute für das restliche Jahr 2022 und viel, viel Erfolg noch in weiteren Trades und bleiben Sie gesund. Ja, genau. Auch von meiner Seite viel Erfolg weiterhin und melden Sie sich gerne an. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Webinare vor dem Ende des Jahres. Mich freuen, Sie wiederzusehen. Viele Grüße aus Richtig, London. korrekt. Das habe ich noch ganz vergessen. Richtig, die nächsten Webinare finden Sie natürlich bei WA Self Invest unter der Rubrik Webinare und Seminare. Dort finden Sie dann auch noch die nächsten beiden Webinare von uns. Oder sind sogar drei. Ich bin mir jetzt selber gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Jedenfalls in der jeweiligen Abfolge werden wir uns dann an dieser Stelle dann nochmals auch dann an einem Donnerstag ab 19 Uhr dann hier treffen. Super, bis dahin. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.